Geschüttelt hat mich die Nachricht über den CO2-Verbrauch und die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre im Jahr 2020. Ich hatte wie einige von Ihnen vielleicht auch gedacht, dass das weniger wird aufgrund der Corona-Maßnahmen und der weniger stattfindenden Flüge und des Verkehrs. Aber es ist die größte Zunahme von CO2 in der Atmosphäre in den letzten Jahren. Auch durch die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien, durch die Politik von Bolsonaro. Das muss aufhören. Wir müssen da unbedingt andere Wege finden. Gerührt hat mich der Besuch in Rom gemeinsam mit der Pilgergruppe mit Luther zum Papst. Wir haben dort einen Ökumenepreis bekommen für dieses Projekt und waren auch beim Papst bei einer Audienz. Und es zeigt sich, dass wir so eine fröhliche und starke Gemeinschaft miteinander haben unter dem Motto »Besser alle zusammen«. Und die Ökumene hier eine große Zukunft auch hat in unserer mitteldeutschen Region. Und selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.